Heute bei uns in der Sendung gibt es das Regionalwetter mit dem ersten Neuschnee. Es wird MEF historisch mit einem Beitrag zum Nachdenken und das Vogelschießen in Vogtsdorf spielt ebenfalls eine Rolle. Das wird also wieder eine bunte Sendung und Sie sollten diese nicht verpassen. Deshalb bleiben Sie dran, in wenigen Augenblicken geht es los. Ich warte hier auf Sie, bis gleich. Bei uns gibt es sie, die günstige Wenignutzer-Flatrate für 17,50 Euro. Surfen Sie mit stabilen 15 Megabit pro Sekunde durchs Netz. Keine Mindestvertragslaufzeit, keine Drosselung, keine Datenvolumenbegrenzung. Und das für sparsame 17,50 Euro im Monat. Mehr Informationen gibt es bei uns in den Servicebüros in Marienberg auf der Ratsstraße 7, in Eppendorf auf der Karl-Liebknecht-Straße 3 und in Seifen Hauptstraße 95 oder einfach im Netz unter www.erznet.tv. Erznet mit Herz ins Netz. Es ist Mittwochabend und pünktlich legen wir wieder den Finger an den Puls der Zeit. Hier ist Glück auf TV, hier ist Regional, die täglich aktuelle Sendung mit den Meldungen aus unserer und für unsere Region. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben und mit dabei sind. Wir schreiben den 26. Juli 2023. Herzlich willkommen, guten Abend und Glück auf. Man soll bekanntlich die Feste feiern, wie sie fallen. Das ist ein ungeschriebenes Gesetz oder ein wohlwollender Hinweis. In Vogtsdorf hält man sich strikt an diese Regelung und schießt dabei regelmäßig den Vogel ab. Ja, und damit wäre unser erster Bericht auch schon anmoderiert. Das Vogelschießen in Vogtsdorf war wieder ein Riesenspektakel. Vogtsdorf hat gefeiert. 3 Tage lang war das gesamte Dorf auf den Beinen, um das Vogtsdorfer Vogelschießen in vollen Zügen genießen zu können. Angefangen mit dem Fackelumzug durch die Ortschaft, über den Familiennachmittag am Samstag bis hin zum Höhepunkt des Wochenendes am Sonntag, das Königsschießen. Jedes Jahr organisiert der Heimatverein mit Hilfe engagierter Bürger, der Feuerwehr und ortsansässiger Vereine ein grandioses Fest, das sich sehen lassen kann. Rummel, Live-Musik und sportliche Wettkämpfe. Das Programm ist vielfältig und abwechslungsreich. Dieses Jahr war ein Hauptfest 45. Vogelschießen und 20 Jahre Heimatfestverein. Zu diesem Jubiläum haben wir uns unsere Freunde aus Baden-Württemberg eingeladen, die Blaskapelle, die gleichzeitig auch als Guckefahrzer auftreten. Also das Fest gibt es seit mehreren hundert Jahren. Der Jugendverein 1895 hat es früher organisiert. Durch die Kriegszeit ist es natürlich überall dann verboten worden. Und seit 1994 ist das Vogelschießen wieder ins Leben einberufen worden. Durch die Wendezeit und alles haben wir das dann wieder gemacht als Jugendverein und später als Heimatverein. Das Feedback war sehr gut, vor allen Dingen viele Kinder, die Eltern machen mit, alt und jung. Auch nicht jeder, der in einem Verein ist, hat dort auch mitgewirkt. Man kann gar nicht zu viel Danke sagen, weil wirklich zu viel Arbeit in diesem Fest und auch der Mitwirkenden steckt. Jetzt ist noch Preisschießen und anschließend geht es dann um das Preisschießen des amtierenden neuen Schützenkönig. Und dann ist am Abend die Schützenköniginwahl. Aber nicht nur Vogtsdorfer waren mit am Start. Auch befreundete Faschingsvereine und Besucher von überall aus der Region kommen jedes Jahr gern vorbei. Das Fest hat einfach Tradition. Ein Blickfang- und Besuchermagnet war neben dem Festzelt und den Schaustellern der Glitscherstand aus Rechenberg-Bienenmühle.
Wer bin ich? Ich bin der Steffen Walter aus Reschenberg Bienenmühle. Ich bin der Vorsitzende vom Reschenberg Bienenmühle Karnevalsverein. Und ich sehe so aus, weil ich heute die Oma Brigitte, die uns natürlich dieses edle Kichelrezept vererbt hat, heute darstelle und mit ziemlich großem Erfolg, wie man das so sieht. Wir sind ausverkauft. Wir Karnevalsvereine und der Heimatfestverein Vogtsdorf, wir unterstützen uns gegenseitig. Die kommen zu unseren Karnevalsveranstaltungen, die jedes Jahr im Februar in Dorf Chemnitz, im Gasthof am Chemnitzbach stattfinden. Und natürlich im Jahr, wenn gerade kein Fasching ist, haben wir natürlich riesen viel Zeit. Und dann ja, besuchen wir unsere befreundeten Vereine, wie zum Beispiel hier das Vogtsdorfer Heimatfest und Vogelschießen hier jedes Jahr, also schon seit Jahren. Das Thema dieses Heimatfestes oder dieses Jubiläums ist ja: O Erzgebirg, wie bist du Ski? Und ja, wir wollten nicht anfangen mit Schnitzen und mit Drechseln, sondern wir haben einfach das Einfachste, die Ernährung, genommen und das uralte erzgebirgische Rezept Klitscher in die Tat umgesetzt. Sonntag war es dann soweit. So wie es sich gehört, wurde das amtierende Königspaar feierlich zu Hause abgeholt und zum Festgelände gebracht. Beim traditionellen Umzug waren wieder festlich geschmückte Wagen zu sehen, die mit viel Liebe zum Detail, mit Witz und Charme und jede Menge Ideenreichtum gestaltet wurden. Am Nachmittag stand dann das Highlight des Wochenendes auf dem Programm. Beim Königsschießen gingen diesmal gleich 10 junge Männer an den Start und wollten sich die Krone sichern. Mit gezielten Schüssen versuchten sie das Herz zu erobern und sich in die Liste der Vogtsdorfer Schützenkönige einzureihen. Dann ging Kevin Schellenberger an den Start. Nachdem sein Vorgänger das Herz bereits gespalten hatte, hieß es Nervenstärke beweisen und den Schuss gezielt platzieren. Der 18-Jährige visierte das Ziel an und dann Schuss. Nach nur wenigen Runden lag das Herz am Boden und der neue Schützenkönig war gefunden. Die Freude war natürlich groß. Genauso wie die Überraschung über den Sieg. Kurz nach dem Schießen konnten wir mit dem neuen Vogtsdorfer Schützenkönig sprechen. Ich bin Kevin Schellenberger und ich bin der neue Schützenkönig von Vogtsdorf. Also Vogelschießen ist ja schon eine lange Tradition im Dorf. Und da ich dieses Jahr dann 18 geworden bin, hat man natürlich den Tag ersehnt und hat dann mitgeschossen direkt. Und nachdem ich gesehen habe, dass das Herz gerissen war schon und meine Schüsse davor eben alle knapp daneben gingen, dachte ich mir, der muss jetzt landen und das hat er dann auch. Ich bin immer noch fassungslos. Also das erste Mal mitschießen und dann der erste Schuss, der aufs Herz geht, dann wirklich zu treffen und das Herz runterzuholen, das ist einfach ein unglaubliches Gefühl. Nun fehlte nur noch die offizielle Krönung. Ganz traditionell erfolgt die Auszeichnung in Vogtsdorf auf dem Schützenball. Schick zurechtgemacht liefen Kevin, die beiden vorhergehenden Schützenpaare, die diesjährigen Kandidaten sowie die Bewerberinnen um das Amt der Schützenkönigin ein. Denn in Vogtsdorf darf sich der König seine Königin selbst wählen und die ehemaligen Schützenpaare erhalten neue Schärpen. Kevins Wahl fiel auf Emilia Ulich. Freudestrahlend nahm sie die Wahl an. Damit war es dann offiziell. Vogtsdorf hat ein neues Schützenpaar gefunden, das sich jetzt ein Jahr lang auf verschiedene Veranstaltungen freuen kann. Wir konnten mit den beiden und mit ihren Vorgängern sprechen. Ja, wir wünschen dem neuen Paar alles Gute, dass sie die Zeit genießen, ja, und sich einfach treiben lassen. Und für nächste Saison eben ganz viel Kraft, um das Fest zu stemmen. Ja, und man sollte trinkfest sein. Ein großer Höhepunkt ist zum Beispiel der Weckruf, der dann quasi beim amtierenden Schützenkönig und bei der Schützenkönigin ist. Das startet früh 5 Uhr im Oberdorf. Und wird dann quasi zum Schützenkönig gegangen, dort gefrühstückt und dann zur Schützenkönigin und dasselbe auch wieder mit Frühstück und Getränke. Ja, also ich finde, es ist ein schönes Gefühl, da man das ja jetzt alles schon mal mitgemacht hat. Aber trotzdem sind das halt sehr große Emotionen dabei und man freut sich halt immer wieder, vor so vielen Leuten zu stehen. Ja, also wir freuen uns, denke ich, beide sehr auf den Weckruf. Früh um 5 und dass halt einfach das ganze Dorf zu uns kommt und wir mit allen eine schöne Zeit haben. Also es war eigentlich für jedes Vogelschießen wieder wunderschön. Eben heute früh gestartet mit dem Weckruf zum ehemaligen Schützenkönig und hat sich eben bis jetzt so durchgezogen. Einfach eine wunderschöne Zeit, wie immer.
Mit dem Schützenball ließ Vogtsdorf das alljährliche Vogelschießen ausklingen. Bei bester musikalischer Unterhaltung wurde bis spät in die Nacht getanzt und gefeiert. Deine Lippen sagen alles. Deine Lippen machen süchtig nach mir. Halt mich fest und frage mich nochmal. Warum hast du nicht Nein gesagt? Es lag allein an dir. Wir reisen ins Jahr 2003 auf den Tag genau, meine sehr geehrten Damen und Herren, und widmen uns einem ernsten Thema, nämlich der unmittelbaren Nachkriegsgeschichte mit den sogenannten Todesmärschen. Was es damit auf sich hatte, hatte Günter Langer von einem Zeitzeugen persönlich erfahren. Ein Stück ergreifende Zeitgeschichte, die nachdenklich stimmen sollte. Die meisten werden es nicht wissen, zumal darüber zu DDR-Zeiten kaum gesprochen wurde, was sich in den Nachkriegsmonaten 1945 auf der heute tschechischen Seite der Grenze abspielte. Der jüngeren Generation aufzuzeigen, was damals mit der Zivilbevölkerung passierte, ist ebenfalls Absicht des Fördervereines Mittleres Erzgebirge Kommodauer Land e.V. Dieser Verein hatte am 26. Juli 2003 Betroffene nach Deutsch-Neudorf eingeladen, um eine Gedenkstätte direkt an der deutsch-tschechischen Grenze einzuweihen. Eröffnet wurde dieser Tag mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Deutsch-Neudorfer Kirche. Als ich mich vorbereitet habe auf diesen Gottesdienst, als ich mit den einen oder anderen geredet habe, wie das damals war, das eine oder andere gelesen habe, habe ich immer wieder gemerkt, ich kann mir einfach nicht vorstellen, was sie erlebt haben. Ich gehöre zu der Generation, die das glücklicherweise nicht erleben musste. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, es übersteigt meine Fantasie, was es heißt, die Heimat zu verlieren. Alles, was man hatte, alle Freunde, Verwandte, an einem Ort zu müssen oder von einem geliebten Ort weg zu müssen. Nach dem Gottesdienst haben wir mit Erhard Seemann, Vorstand des Fördervereines Mittleres Erzgebirge Kommodauer Land, gesprochen. Er ist aber auch ein Zeitzeuge und schilderte uns die Ereignisse von 1945 so. Ich selbst bin Teilnehmer dieses Todesmarsches der Kommodauer Männer vom 9. Juni 1945, der ja hier dieser Zug der deutschen Männer mit ca. 6.000 bis 8.000 Menschen aus Kommodau, die vertrieben wurden durch einen Aufruf, der damals am 9. Juni 1945 von den Tschechen gemacht wurde. Alle Männer im Alter von 13 bis 65 Jahren haben sich auf dem Jahnspielplatz in Kommodau zusammenzufinden. Und dort wurden die Männer erst einmal durchsucht, ob SS-Leute, nationalsozialistisch-politisch tätige Männer noch darunter sind. Es waren ja nur Männer. Und die hat man aussortiert, die hat man dann erschlagen, buchstäblich erschlagen. Die Zahl
beläuft sich auf circa, aus Erinnerung, 24 Personen auf dem Jahnspielplatz. Und alle anderen wurden dann zusammengetrieben weiter. Und zwar im Dauerlauf die Strecke über, das ging dann über das Brixer Gebiet, Gerigau, Kunnersdorf, darauf und hier drüben über Niklasdorf kam der Zug, Gebirgsneudorf, über die Grenze. Nun, der Zug nach drei Tagen, das war am Samstag war der Marsch und am Mittwoch wurde der Zug wieder zusammengestellt. Wir glaubten alle, dass wir nach Komodau zurückkommen. Nein, das war an und für sich ein völlig irriger Gedanke. Die Männer wurden zurückgetrieben in die Lager nach Maltheuern. Die Lager in Maltheuern, das war der 27., 28. Lager, das Jugendlager 17, 18. Und dort verbrachten die Männer viele Monate und Jahre unter schwersten Arbeitsbedingungen, Drangsal, das kann man sich nicht vorstellen. Es wurde heute im Gottesdienst von der Frau Pastorin Recknagel genannt. Sie kann sich das nicht vorstellen. Das sind Worte, die voll ins Schwarze treffen. Diese Worte sind aus der damaligen Situation heraus, wer das nicht mitgemacht hat, kann das gar nicht schildern. Es ist nur das persönliche Erlebnis gewesen. Und wissen Sie, ich sage ganz offen, meine Aufgabe war mit meinen Freunden, ich war der Bevollmächtigte von diesem Arbeitskreis, hier diese Stätte zu schaffen. Und zwar als Vorstand des Fördervereins Mittleres Erzgebirge Komodauer Land im Heimatkreis Komodau. Und mir ist es Gott sei Dank gelungen, mit finanzieller Hilfe unserer Mitglieder und unserer Freunde, die Geld gegeben haben. Und heute ist eben der Tag, dass dieses Gedenken an die Opfer des damaligen Zuges, des Todesmarsches, hier eine Ehrung nach 58 Jahren erfahren. Der Sturm musst du in kalter Winterstein, vergaß dein Armitre, dort ist dein Halt. Fest geht's und voll nach Armitre, so wollen wir Arztgebürger sein. Fest geht's und voll nach Armitre, so wollen wir Arztgebürger sein. Dieser Standort hier ist richtig. Er ist deshalb richtig, weil hier in Deutschneudorf ja bekanntlicherweise die Tschechei angrenzt. Weil wir 10 Kilometer Grenze haben zwischen Tschechei und Deutschland. Und man höre, weil wir schon seit 8 Jahren eine Gemeindepartnerschaft mit Gebirgsneudorf, jetzt Nova Ves, und mit Katerberg, jetzt Horoswater Katerini, haben. Noch mehr Informationen haben wir nun in unserem Service-Blog mit dem Regionalwetter. Wir schauen in die Polizeiberichte. Da war in den letzten Stunden wieder viel los. Und vorher gibt es noch einen Flitzerblitzer-Tipp. Die Polizei kontrolliert morgen unter anderem die Geschwindigkeiten in Bräunsdorf, Hainichener Straße. Darüber hinaus erwarten Sie auch wieder die Kontrolleure im Auftrag der Landratsämter und Kommunen an den üblichen und bekannten Stellen. Achten Sie einfach auf einen bronzefarbenen Vito oder dunkelgrauen Caddy am Fahrbahnrand. Das heißt, Augen auf und Fuß vom Gas, das spart bekanntlich eine Menge Geld und schont vor allem die Nerven. Ja, und damit geht's jetzt rüber ins Regionalwetterstudio und dort wartet eine Überraschung. Vorher gibt es aber den Blick in die Polizeiberichte. Marienberg. Ortungs-App führt zu mutmaßlichem Dieb.
Über einen Handyalarm wurde der Besitzer eines hochwertigen Pedelec Highbikes am 24. Juli 14.20 Uhr über dessen Diebstahl informiert. Das Fahrrad hatte er gesichert im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Zschobauer Straße abgestellt, als er plötzlich automatisch benachrichtigt wurde, dass es bewegt wird. Er folgte anhand der Ortungssignale dem mutmaßlichen Dieb und traf auf dem radfahrenden Unbekannten nahe des Sportplatzes am Turnförder Jahnweg. Lautstark machte er auf sich aufmerksam, sodass auch auf dem Sportplatz trainierende Fußballer das Geschehen mitbekamen und der mutmaßliche Dieb gestoppt werden konnte. Hinzugerufene Polizisten fanden bei dem deutschen Staatsangehörigen noch Einbruchswerkzeug, was sichergestellt wurde. Das mehrere tausend Euro teure Bike konnte an seinen rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben werden. Der 31-Jährige wurde nach den ersten polizeilichen Maßnahmen entlassen. Gegen ihn wird wegen besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt. Olbernhau, 65-Jähriger verletzt Polizistin. Die Polizei wurde am 24. Juli 9 Uhr zu einem Geschäft in der Thomas-Mann-Straße gerufen, weil dort der Alarm ausgelöst hatte, als ein Kunde den Laden verließ. Offenbar hatte der Mann Waren eingesteckt, die nicht bezahlt worden waren. Anhand der Personenbeschreibung konnten alarmierte Polizisten den mutmaßlichen Dieb noch nahe dem Markt feststellen. Der deutsche Staatsangehörige hatte mutmaßlich gestohlene Lebensmittel im Wert von einigen Euro dabei. Weiterhin fanden die Beamten bei ihm mehrere Kupferbleche, die wegen des Verdachts des Diebstahls sichergestellt wurden. Wie erste Ermittlungen ergaben, bestätigt sich der Verdacht, denn sie waren von Fensterbänken am Olbernhauer Bahnhof gestohlen worden. Kurze Zeit später wurden die Polizisten zum Gessingplatz gerufen, erneut wegen des 56-Jährigen. Er hatte mit einem Messer hantiert und zwei Passanten bedroht. Während des Einsatzes trat er mit einem Stahlkappenschuh nach dem Polizeihauptmeister, der dadurch verletzt wurde und nicht mehr dienstfähig war. Der 56-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Gegen ihn wird wegen Diebstahls in zwei Fällen Bedrohung und tatsächlichen Angriffs auf Polizeibeamte ermittelt. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft wurde er nach den ersten polizeilichen Maßnahmen entlassen. Freiberg. Auto und E-Scooter kollidierten. Von der B173 nach rechts in die Wallstraße bog am Montagmittag, 24. Juli, 12.30 Uhr, der Fahrer eines Pkw-VWs ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem E-Scooter, dessen Fahrerin die Wallstraße kreuzte. Die 47-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Am Pkw entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro. Am E-Scooter war kein Schaden zu verzeichnen. Wer aktuell Urlaub in den Alpen macht, der erlebte heute früh mitunter eine Überraschung. Über einer Höhe von 2000 Meter grüßte eine Neuschneedecke. Selbst bis runter auf 1800 Meter mischte sich Schnee unter den Regen. Liegen bleiben wird das Zeug allerdings nicht. Ja, in unseren Breiten fiel der Niederschlag durchweg als Regen. Die Gärtner und die Natur nahmen das Nass dankend an. Und wenn man auf die kommenden Tage blickt, dann kommt da auch noch einiges nach. Heute Abend und in den Nachtstunden zeigt sich der Himmel über unserem Sendegebiet leicht bewölkt mit einem guten Blick auf die Sterne und das erste Viertel des Mondes. Von den paar Wölkchen geht keine Niederschlagsgefahr aus. Das zeigt auch das Regenrisiko mit einer Null recht deutlich an. Im Resultat der Kombination aus kühler Luft und löchriger Wolkendecke rutschen die Nachttemperaturen stellenweise in den einstelligen Bereich. Oben in den Kammlagen des Erzgebirges gibt es 7 bis 10 Grad und in den tieferen Regionen übernachtet das Quecksilber bei 10 bis 12 Grad. Der Wind weht dabei leicht mit um die 10 Kilometer pro Stunde und das aus Südwesten. Morgen am Donnerstag startet der Tag bei uns bedeckt und mit viel Glück sehen wir auch die Bemühungen der Sonne, sich durch die Wolkendecke zu bohren. Gegen Mittag scheitern diese Versuche dann gänzlich, dicke Wolken ziehen auf und auch leichter Regen ist dann mit von der Partie. 90% ist das Niederschlagsrisiko.
Bedeckt und regnerisch sind der Nachmittag und der Abend und so geht es dann auch in die Nacht hinein. Der Schirm sollte morgen unbedingt Ihr Begleiter sein oder greifen Sie besser auf eine Regenjacke zurück, denn die ist nicht so windanfällig. Am Ende des Tages hat die Sonne, wenn überhaupt, maximal eine Stunde auf der Uhr, die dann abgerechnet werden kann. Ja, und die Temperaturen, die üben sich morgen nochmal in Bescheidenheit. Unsere Flachländler im Sendegebiet bekommen 10 bis 18 Grad und die Bewohner der Kammlagen können sich schon mal auf 8 bis 14 Grad einstellen. Der Wind bleibt weiter Aktivpunkt, denn er bläst in starken Böen mit bis zu 57 km pro Stunde, ansonsten leicht mit um die 12 km pro Stunde und das aus Südwesten. Ja, und so geht es die kommenden Tage weiter, liebe Zuschauer. Hier ist der Ausblick auf das anstehende Wochenende. Doch vorher gibt es erstmal den Blick auf den Freitag. Am Freitag beginnt ein neuer Aufwärtstrend, auch mit der Sonne. Die quetscht sich immer wieder durch die Wolkenlücken. Leichter Regen fällt nur in den Morgenstunden. 14 bis 22 Grad werden erwartet und der Wind weht leicht aus Südwesten. Der Samstag bringt uns einen wolkigen Himmel mit, sonnige Abschnitte dann aber auch inklusive. Regen fällt, wenn nur überhaupt, dann in den Morgenstunden. 16 bis 21 Grad steht in den Anzeigen der Thermometer. Wind gibt's auch und zwar in starken Böen aus südwestlicher Richtung. Wie das dann genauer am Wochenende aussieht, das beleuchten wir dann morgen hier an dieser Stelle beim Ausblick. Das war's nämlich für heute hier aus dem Regionalwetterstudio. Der erste Neuschnee. Das war's auch schon vom Mittwochsmegional, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und das bedeutet, dass wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Ausgabe von unseren Nachrichten angekommen sind. Mit den aktuellen Meldungen sind wir wieder pünktlich morgen am Donnerstag für Sie hier zur Stelle. Und klar würden wir uns freuen, wenn Sie dann wieder reinschalten. Übrigens, mehr von uns und das Ganze nochmal zum Anschauen gibt's noch im Internet unter glückauf.tv. Und damit wünsche ich Ihnen einen behaglichen Abend und eine geruhsame Nacht. Bis morgen. Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.